Und herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Ich hab jetzt die ganze Woche nicht geschafft aufzunehmen. Wir haben mittlerweile Sonntagnacht und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt in diesem gemacht Tor hab. Steckt ein Kristall. Schön für dich. Was haben wir denn? Ich hätte mir vielleicht auch nochmal die letzte Aufnahme angucken. Wilbur, wo willst du hin? Ah, bleib da stehen. Ein kleiner Gang, der in einen Schacht führt. Aber ich kann mich nicht durch die Luke quetschen, ich bin zu groß. Okay, der kommt da nicht durch. Wir haben hier doch auch noch irgendwelche Zeichen. Dann schauen wir mal. Das Zeichen. Ich weiß nicht, hatten wir die alle schon ausprobiert? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Anscheinend haben wir die ausprobiert. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ah, du kannst da was machen. Ah, ich glaube, wie kriege ich den jetzt da hoch? Okay. Wie kriege ich dich da hoch? Geh mal da drauf. Und nein. Geh. Ach, egal. Wie kriegen wir dich da hoch? Das ist jetzt die große Frage. Kannst du hier klettern? Kommst du da durch? Kein Interesse. Da ist nichts. Sehe ich auch von hier aus. Toll. Geh da drauf. Gut. Wir eventuell noch. Gehst halt hier durch. Wilbur, lass das Ding mal los und geh noch mal raus. Kann es sein, dass ich dich hier oben brauche? Habe ich da oben was vergessen? Ich weiß es nicht mehr. Lasst mich mal überlegen. So, du berührst das da.
Jetzt müssen wir den da hochkriegen. Aber wie? Wie kriege ich dich da hoch? Da kommst du auch nicht durch. So. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Wir müssen... Scheiße. Dich müssen wir da hochkriegen. Aber wie? Das ist... Ach, verdammt! Kann ich den nicht irgendwie da hochheben? Ja, Nate, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Hast du noch... Können wir da noch irgendwo... Haben wir noch irgendeine Kombination? Ivo, mach was. Ich bin etwas lost gerade. Hatten wir eigentlich alle ausprobiert? Das? Wir probieren jetzt die hier mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob wir die schon hatten. Die Kombination ist richtig. Scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Dann probieren wir rum. Ah, da scheint nur irgendwas... Warte mal, die Kombination scheint richtig, aber da scheint irgendwas anderes nicht zu stimmen. Okay, Ivo, du bleibst da. Nate? Guck mal kurz. Was haben wir eigentlich hier für Kombinationen? Wind, Schrimp, Muschel, Hahn. Wind, Schrimp. Keine Muschel.
Okay. Ey, falsch rum. Die Kombination ist richtig. Scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Scheiße, hat irgendjemand eine Idee? Kannst du noch irgendwas machen? Betritt das mal. Können wir das Rad hier nochmal drehen? Du sollst auf die Plattform. Verdammte. Ja, beweg dich. So, hier durch. Können wir hier noch was machen? Kannst du noch mal drehen? Ivo? Probier's noch mal. Wir haben jetzt Nate eingesperrt. Kalt. Nass. Na klasse. Okay. Das heißt, Nate können wir jetzt auch hier hochholen. Ha! Wir mussten ihn erst einsperren. Okay. Abkrabbel da durch und geh da rein. Du bekommst den da. Jetzt geht's hier weiter. Okay. Ivo, rein da. Wilbur steht immer noch blöd vor dem Kristall. Okay, dann berührst du jetzt diesen Kristall. Ah, endlich geht es weiter. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung, ich wollte es nur erwähnt haben. Gut. Ah, mit wem spielen wir weiter? Ich würde mal sagen. Ach komm, wir. Wollen wir Wilbur nehmen? Ich nehme Wilbur. Wilbur, auf dahin. Ivo. Ivo, du berührst den da. Wilbur? Du gehst durch die Tür. Beweg dich. Rein da. Wünscht mir Glück. Ich finde einen Weg, wie man das Tor von der anderen Seite aus öffnen kann. Viel Glück. Ich passe auf dich auf. Mutiger kleiner Kerl. Allerdings. Und was machen wir beiden Hübschen jetzt so ganz alleine? Oh scheiße, hätte ich die beiden. Oh scheiße. Jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich Nate und Ivo allein gelassen. Na, die brauchen auch mal ein bisschen aus. Also schön, Wilbur. Jetzt liegt es an dir. Na toll. Ein Wasserfahrzeug mit einem Skelett? Ich wünschte, ja. Ich würde mich besser mit Schiffen, dem Meer und solchen Dingen auskennen. Das könnte ich cool das aus. Ding dann bedienen.
Das sieht cool aus hier. Okay. Ui. Zwar waren die Steinmetze nicht so begabt wie die der Zwerge, aber die Figur ist schon beeindruckend. Ja, muss ich sagen, das Ding ist wirklich geil. Noch ein Tor. Es ist unscheinbarer als die anderen beiden. Ja. Oh, ich kann hier was durchsuchen. Fühlt sich an wie vergammeltes Essen. Vielleicht Opfergaben? Was ist das? Eine Dose. Ölsardinen steht drauf. Ich hasse Ölsardinen. Na toll. Ich glaube, hier soll man wieder die Kristalle einsetzen. Vielleicht könnte ich alleine beide Kristalle berühren, wenn sie in den Halterungen sind. Vielleicht, wenn ich mich ganz lang mache. Nein. Öffnen. Es lässt sich nicht einfach aufdrücken. Gut. Das Brett? Eine Art Brett? Es ist durchgebrochen. Das nehme ich mit. Die Eisenstange sieht verflucht schwer aus und sie steckt zwischen den Steinen fest. Nimm mit. Ich schaffe es nicht. Scheiße. Kannst du ihn mit hebeln? Nee. Brauchen wir doch nicht. Ob sich dahinter die Schatzkammer mit dem Artefakt befindet? Oder nur weitere Türen und Tore? Das ist eine gute Frage. Wühl nochmal in den Essensresten rum. Schleimig, schimmlig, glitschig, klebrig. Hart? Eine Steinscheibe. Will nochmal. Schleimig, schimmlig, glitschig, klebrig. Nein, sonst ist nichts mehr drin. Okay. Ich sehe keine Klinke und keinen Verschluss. Aber da ist ein kleines, rundes Loch im Tor. Vielleicht eine Art Schlüsselloch? Aha. Nee. Nein, das geht nicht. Lauf, kleiner Mann. Sie bewegt sich kein Stück. Ich weiß nicht, wie man die Tür von hier aus öffnet. Aber ich schätze mal, die Zahnräder haben damit zu tun. Ja, kann ich das hier irgendwo? Nein, kann ich nicht. Ja. Das heißt, wir stecken wieder fest. Es sei denn... Wir können wir können ja zaubern. Er hat ja sein Diplom. Hab ich ganz vergessen. Wilbur Wetterquarz, Meisterdieb. Nein, Glückspilz. Viele lustige
Rädchen. Eine Art abgerundeter Zylinder aus Metall und mit Steinkappen. Ziemlich massive Konstruktion. Kann ich es mitnehmen? Ja. Kann ich mitnehmen. Habe ich es mir doch gedacht. Hinter allem hier im Tempel steckt gute alte Gnomentechnologie. Oh, perfekt. Wie ist das schön? Gnomtech Tempel Kontrollsystem 1000 TM. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr. Sie hatte sich auf die technische Ausstattung untergegangener Tempel spezialisiert. Fallen, Flüche, komplizierte Türen, so ein Kram. Aber heutzutage gehen ja kaum noch Tempel unter. Technologie untergegangener Tempel. Das finde ich gut. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Oh, ich habe eine. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Die sagen mir nichts. Nee, das ist so nicht richtig. Da muss erst noch eine größere Scheibe drauf. Verdammt. Okay. Es könnten alle nur erdenklichen Unglücke passieren, wenn ich diesen Knopf drücke. Drück den Knopf. Oder nichts. Oh, nee. Hier kann ich nichts dran machen. Drück nochmal. Es könnten alle nur erdenklichen Unglücke passieren, wenn ich diesen Knopf drücke. Oder nichts. Gut, es passiert immer noch nichts. Das ist eine großartige Gnomenerfindung, schätze ich. Ich glaube kaum, dass das momentan funktioniert. Oh. Okay. Hier tut sich gar nichts. Meine Schwester wüsste bestimmt, warum. Ja, deine Oh, Schubladen. Ich kann wühlen. Da liegt eine Steinscheibe drin. Oh, nimm sie. Ich mag Wühlereien. Das heißt... Ja, okay, so ein bisschen hervorgehoben. Passt perfekt. Gut. Dann packen wir die hier noch mit drauf. Das war's. Die vier Scheiben übereinander sind jetzt genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Schön. Das heißt... Also gut, mal schauen. Das sind keine Gnomenzeichen, sondern dieselben Symbole, die hier überall zu finden sind. Was bedeuten sie wohl? Ja, was bedeuten die? Wie? Lässt sich hineindrücken. Okay, das ist die Maschine Ordnung. Scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. So, das war gelb. Ja. Hey. Hä? Okay. Und du? Ah.
Ah! Ah! All die Jahre. Jetzt kam und die Maschine Sache funktioniert trotzdem noch. Ja, läuft. Kann ich das Ding jetzt hier durchschießen? Und weg damit. Ui, das ergibt Sinn. Okay. Jetzt haben wir das Ding hier erstmal. Na, okay. Wir schießen den ganzen Bums zurück in den Raum. Da fehlt ein Stück. Okay, da können wir nichts weiter machen. Was drücken? Was passiert, wenn wir jetzt den Knopf drücken? Ui. Moment, da ist was passiert. Die Tür ist offen. Geil, die Tür ist offen. Leute, alle mir nach. Hey, alles klar. Ihr könnt reinkommen. Leute, auf. Und ich brauche jemand Starkes, der die Eisenstange mitnimmt. Ich will Loot haben. Keiner da? Ivo? Nate? Nichts. Ich gehe sie holen. Ja? Da bin ich. Ich hab doch gesagt, dass ich... Hallo? Wo seid ihr, Pissbären? Wo seid ihr denn? Hallo? Ja, ihr Pissbären habt mich zurückgelassen? Hey, hörst du mir zu? Nö, ich höre dir gar nicht zu. Du bewachst sie, verstanden? Nicht fressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Hoffentlich läuft Bilbo ihm nicht in die Arme. Der Kleine ist clever. Er wird sich schon was einfallen lassen. Hoffe ich. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Ach, niemand Scheiße, wird was dich will der aufhalten können. Selbst Mutter nicht. Und du was? Auch nicht, Winzling. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Bilbo? Das ist vielleicht doch etwas mehr Abenteuer, als ich wollte. Okay. Okay, das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun öffne dich! Das funktioniert irgendwie nicht, ne? Ich befehle dir, öffne dich! Bitte? Du sollst dich öffnen! Ich versteck mich mal hier in dem Raum. Kann ich hier nur... Die Konstrukteure werden sich schon etwas dabei gedacht haben. Vielleicht. Geht das? Ich habe die Maschine verbessert. Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Da waren tote Fische im Öl. Ja? Okay. Wir haben tote Fische im Öl.
sollst. Das sind einige schöne runde Steinchen. Öffnen! Kann ich gehe lieber schalten? Nicht zu nah ran. Ich kann keinen Kampfzauber. Und ein Kaninchen ist ja auch... Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Bitte lassen mich mit Steinen bewegen. Oh ja! Was zum... Ah, komm her, Digga. Wilbo versteckt sich. Warte mal, das Ding hat doch vorhin das Teil hier... Das Ding wurde doch hier rein... Oh, ich kann ausnocken. Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Werf noch mal. Was zum... Wir ärgern Munkus. Lauf, Wilbo. Ich dachte, das geht. Das muss doch funktionieren. Ich will ihn doch nur ausnocken. Ich habe noch genug Steine. Ich werde dich zerstören. Das muss dich doch. Und deine ganze Familie. Das muss doch funktionieren, du. Was zum... Lauf, Wilbo. Funktioniert das nicht? Das muss doch funktionieren. Warum lässt sich der Scheiß hier nicht vernünftig herstellen? Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Der dreht gleich richtig an. Was zum? Ich überziehe die Folge maßlos. Ich will das jetzt hinkriegen. Das... Warum? Na gut, dann werde ich an dieser Stelle erstmal die Aufnahme beenden. Ich guck mal, wo der Fehler liegt. Eine andere Idee habe ich hier gerade nicht. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst einen wunderbaren Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und ciao.